Wir sind heute Adam bei DBD und willkommen zurück. Ich hatte einen super stressigen Tag. Ich habe gerade noch ein bisschen abgewaschen, um mich zu beruhigen. Und ja, ich mache das, um mich zu beruhigen und auch damit es sauber ist. Ich hatte vor kurzem eine Zahnreinigung. Ich habe mir gedacht, gut, alles klar, habe das vor Ort alles bezahlt, muss dann zur Krankenkasse abgeben, kriegst ja ein bisschen was zurück. Habe ich gedacht, super easy, dürfte ja kein Problem sein. Hab dann vor der Filiale meiner Krankenkasse gestanden. Zu. Ich bin dann, scheiße, was machst du jetzt? Gut, bin dann erstmal nach Hause gefahren. Und hab die dann angerufen. Meinte, hier, Leute, ich wollte das abgeben bei euch. Da war keiner da. Was ist da los? Ja, unsere ganzen Filialen haben geschlossen wegen Corona. Da meinte ich, ja gut, und was mache ich jetzt? Weil wenn die geschlossen sind, dann guckt ja auch keiner nach der Post oder so. Ja, sie können es da schon per Post zuschicken. Oder sie machen das einfach im Internet oder über die App. Dachte ich mir, gut, dürfte ja kein Problem sein, die App runterzuladen. Machst du das schnell, lädst es hoch, dann ist das alles erledigt. Hab mir dann die App runtergeladen. Gestartet. Alles gut. Online-Filiale, wollte ich mich anmelden. Hab dann alles soweit, meine E-Mail-Adresse und so. Da stand da, ja gut, jetzt müssen sie warten, dass sie Post von uns kriegen. Da steht dann ihr Passwort drinne. Gut, also wieder einen Tag gewartet, zwei Tage, dann kam die Post mit dem Passwort. Dachte ich mir, hey, jetzt kann es endlich losgehen, konnte mich in die Online-Filiale einloggen. Nee, ging nicht los, weil ich konnte das zwar alles hochladen, bei meiner Bankverbindung allerdings, die wollte ich angeben. So, hab das alles eingetragen, auf OK gedrückt und dann kam, also danach stand dann da, ja, nachdem sie das alles eingegeben haben, wird ein PDF erzeugt, das müssen sie ausdrucken, unterschreiben und uns dann mit der Post zuschicken. Und ich mir dachte, super, also geht das vorher auch nicht. So, hab das dann runtergeladen, wollte das dann hier ausdrucken, hab's auf meinem Handy nicht mehr gefunden, die Datei, die ich vorher erstellt hatte. Und dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? Hab mir das ganze Ding nochmal durchgelesen. Ja, auf der App ist es natürlich nicht möglich, dass dieses PDF erstellt wird. Das muss am Computer gemacht werden. Also extra nochmal Computer an, da nochmal alles eingegeben und konnte das dann ausdrucken, Gott sei Dank. Jetzt muss ich allerdings wieder zur... Ich hätte das einfach alles gleich von Anfang an mit der Post schicken sollen und dann wäre alles gut gewesen. Also so eine Schererei wegen so einer blöden Rechnung. Ich meine, das waren jetzt, weiß ich nicht, ein bisschen über 60 Euro, aber... Hätte ich gewusst, was jetzt dann noch alles auf mich zukommt, hätte ich das einfach alles kopiert mit meinen Bankdaten zusammen, hätte das in einen Brief gepackt, hätte das extra versichert noch weggeschickt und dann hätten die nicht mal gekonnt. Ganz im Ernst. Also, bitte. Ich frage mich, was sie sich manchmal denken. Schon wieder eine Hand fürs. Warum? Hä? Die hat mich doch gesehen. Die muss mich gesehen haben. Hä? Okay, sie hat mich nicht gesehen. Auch nicht schlecht. Gut, gehen wir weiter an Jen. Also kurz Rede, gar keinen Sinn. Ich habe mich mega aufgeregt über die komplette Sache. Und ich bin einfach froh, wenn der Brief jetzt da weg ist, bei denen ist, alles eingerichtet ist. Und das brauchte ich ja jetzt nur einmal zu machen, Gott sei Dank. Dann ist meine Bankdaten sind dann da hinterlegt in der App. Ich bin eingeloggt, habe mein Passwort auch schon geändert. Ich sag schon wieder viel zu viel M. Auf jeden Fall sollte es jetzt dann zukünftig schneller gehen. Also für den einen Moment jetzt mega Stress, mega Aufwand, ständig zur Post rennen und hast du nicht gesehen, da eingeben, da geht's nicht, da geht's nicht. Aber wenn das nächste Mal irgendwann sein sollte, so nächstes Jahr zur nächsten Zahnreinigung oder so, dann brauche ich das Ding nur noch einscannen, auch hinschreiben, hey, ich habe eine Zahnreinigung, erstattet mir doch mal die Scheiße. Und dann sollte das eigentlich laufen. Im besten Fall. Was stimmt mit dir nicht? Wo ist denn die?
Sie wird etwas ungehalten. Ey, hoffentlich steht die nicht gleich hinter uns. Das wäre doof. Wo bist du? Das hört sich doch so an, als wäre die in der Nähe. Oh, die ist nicht sehr gut. Tschüss. Alle. Wo ist die denn jetzt hin? Hallo? Frau Killer? Okay, dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. Aber sie hat wieder die Axt gezückt. Ja, gut. Palette verschwendet, aber... Mein Gott. Dann holen wir uns gleich unten noch die Kiste, wenn eine steht. Immer schön Sachen mit rausnehmen, dass man sie auch ja nie verwenden kann. Das ist so selten, dass ich mal überhaupt irgendwas mitnehme. Also mit in eine Runde reinnehme. Ich nehme mit raus, definitiv. Aber dass ich was mit reinnehme, ist halt schwierig. Und gerade wenn ich dann auf Prestige gehe, weil ich möchte erstmal die ganzen Survivor Level 50 kriegen und dann einen nach dem anderen prestigieren. Und dann ist ja eh alles wieder weg. Von daher lohnt sich das überhaupt gar nicht wirklich. Aber ich loote ein bisschen gerne. Also Spiele, wo man looten kann, sollte man mir am besten gar nicht anvertrauen. Ja, ich höre dich. Was ist denn dein Problem? Warum rennen die eigentlich die ganze Zeit? Der Killer ist 50 Kilometer weg. Kommt ganz langsam näher und die rennen panisch umher. Hinterlassen irgendwelche Kratzspuren und die klickert auch noch. Was ist denn das für eine blöde Kuh? Halleluja. Komm, das hörst du doch. Komm mit. Oh Gott. Ernsthaft. Was stimmt denn mit der nicht? Verarschen? Tut mir leid, dass ich gerade wieder so ruhig war. Ich habe das jetzt beobachtet. Was stimmt mit dir einfach nicht? Irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Wo war denn jetzt der andere Ausgang? Weiß das irgendwer noch? Oh.
Oh, da. Tankt irgendwer einen Hit für mich oder so? Hallo? Danke fürs Rausschlagen. Damit bin ich entkommen und krieche raus. Okay, wir haben mir wenigstens das noch gegönnt. Ja, dann war es das schon mit Adam. War auch wieder eine recht ruhige Runde, würde ich sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch und die Menschen in eurer Umgebung auf. Und bis morgen beim nächsten Survivor. Ciao!